Hallo mal wieder zu Hause an den Bildschirmen. Eigentlich müsste man sagen, guten Morgen. Nachdem es allerdings inzwischen nach 14 Uhr ist und wir heute den 16. Februar 2021 haben, also seit bald einem Jahr der Wahnsinn galoppiert und die Politik ausgerückt ist, den Tod auszurotten, sage ich nicht guten Morgen, auch wenn Österreich langsam aufwachen müsste, sondern sage einfach nur ein Hallo erstmal. Mein letztes Video liegt einige Zeit zurück. Damals ging es um die Impffreiheit oder das Volksbegehren zur Impffreiheit, das leider Gottes nur knappe 5% der Bevölkerung unterschrieben haben. Gut, es gab für die, die auf der Couch geblieben sind, wie das viele Österreicher gerade ganz bequem tun, leider Gottes technische Probleme, was das Signieren per PC anging. Ein Verschwörungstheoretiker würde sagen, das war beabsichtigt. Ich persönlich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube einfach, dass Österreich da einmal mehr technisch abgekackt hat, wie das öfter der Fall ist, aber dazu werde ich später noch kommen. Wir stehen heute hier im Zentrum, und zwar im Zentrum meiner schönen Heimatstadt Salzburg. Und nicht nur das, sondern auch im Zentrum dessen, was meines Erachtens nach Salzburg oder speziell Österreich eigentlich dieser Tage ein bisschen ausmacht. Wir stehen zum einen im Schatten des Salzburger Doms, der für mich steht für 2000 Jahre Händefalten, Goschen halten und auch mal die linke hinhalten, wenn man auf die rechte gekriegt hat oder andersrum. Also ist es recht passend, nachdem sich die Bevölkerung ja weiter traktieren lässt. Zur anderen haben wir den ehrwürdigen Wolfgang Amadeus, zu seinen Lebzeiten ein Punk. Heute ein schweigender Künstler, der abgesehen von dem Hafenspieler, der uns im Hintergrund beschallt, den ich nicht bestellt habe, aber ich finde schön, dass er da ist. Der Herr Kunze hat wahrscheinlich auch Freude, wenn er einen Hafenspieler hat, aber das ist jetzt ein kleiner Insider auf das letzte Video, da kommen wir dann vielleicht noch drauf zurück. Der einzige Künstler, der quasi offiziell gerade Auftritte hat, neben dem Mann an der Harfe. Ich finde es schön, wenn sich immer noch Künstler rauswagen, auf die Straße wagen. Die meisten sitzen ja ebenfalls zu Hause und warten, bis der Wahnsinn vorübergeht, um dann wieder, nachdem sie brav den Mund gehalten haben, Kulturförderung zu bekommen oder ein Engagement auf irgendeiner staatlichen Bühne. Ja, und der letzte zentrale Punkt, auf den man hinweisen kann, der dieser Tage auch nicht unrelevant ist, ist jene Gedenktafel an jene düstere Zeit, als man Bücher verbrannte und Menschen die Reinheit ihres Blutes mittels eines Passes nachweisen mussten. Gut, das ist jetzt aktuell, wenn man zum Friseur oder ins Nagelstudio oder zum Rektalbleaching will, auch wieder so. Aber egal, diese Gedenktafel erinnert an jene düstere Zeit, als ein Regime Bücher verbrannte, Meinungen zensierte, nur die eigene Partei gelten ließ. Wie gesagt, waren traurige Zeiten. Ja, an dieser Stelle möchte ich übrigens auch die deutschen Bundesbürger grüßen. Herzlich willkommen im Lockdown. Und natürlich auch ein Heile an die Mutanten-Enklave Tirol schicken. Da ist ja im Moment Ghetto angesagt, also für alle, die nichts verfolgt haben, wovon ich spreche. Tirol, das war mal eins dieser Bundesländer in Österreich. Inzwischen ist es ein Ghetto und nein, nicht, weil dort die Gangster-Rapper auf den Straßen rumlaufen und mit der Uzi Straßenschießereien machen, die den Platz und den Crips gerecht würden, sondern weil dort die Mutanten aus Südafrika, die man übrigens in Südafrika selbst gar nicht kennt, ihr Unwesen treiben. Und ja, nachdem auch ich Freunde und Bekannte in Tirol habe, also ein Heil ins Tirolerland, lasst euch nicht unterkriegen, nutzt die Rotationen vom Andalhofer, tankt damit eure E-Autos auf, gewinnt Energie und bleibt stark. So, bevor ich auf mein heutigen Beitrag eigentlich, den wir jetzt hier ein bisschen eingeleitet haben, weiter eingehe, was wir alles so machen werden, möchte ich kurz sagen, heute bin ich allein. Der Harry ist heute alternativ unterwegs. Festhalten tut das Ganze einmal mehr der Roman. Der ist glücklicherweise neben all seiner journalistischen Arbeit darzulegen, was nicht alles passiert dieser Tage und nebenbei Anzeigen zu sammeln in Ausübung dieser Tätigkeit. Glücklicherweise auch wieder am Start und ich freue mich, dass er da ist. Bevor wir jetzt sozusagen in medias res über den steppenden Faschingsdienstag und die närrische Zeit, in der wir leben, kommen, hätte ich mal gesagt, ist es Zeit, auf die Leute einzugehen, die meine letzten Videos kommentiert haben und
sich erfreuen, dass ich mache, was ich mache. Vielen Dank dafür. Noch größeren Dank möchte ich den Leuten aussprechen, die aufgrund ihrer großzügigen Sponsoraktionen möglich gemacht haben, dass ich nicht nur in Salzburg als Fußgangster, so nenne ich jene Leute, die auf der Straße spazieren gehen, mit politischer Kritik unterwegs sein konnte, sondern auch in der fernen Bundeshauptstadt. Tatsächlich ist es so, dass meine aktuelle finanzielle Situation aufgrund der Tatsache, dass ich meinen letzten vollwertigen Dienst im März 2020, also vor bald einem Jahr, machen konnte, etwas eingeschränkt ist, wie bei vielen anderen Österreichern auch. Und ich habe mich deshalb sehr gefreut, dass ich gesponsert wurde, um meine Spaziergänge auszudehnen, eben auch in der Bundeshauptstadt. Und ich möchte dem Unternehmer, dem ehemaligen Polizeibeamten und dem Gastronomen, die alle nicht namentlich genannt werden, hier an dieser Stelle danken für ihren großzügigen Beitrag. Und ich möchte auch dem jungen Mann danken, der mich letzthin auf der Straße angesprochen hat und heute passend zu diesem lustigen Fasching hier im tobenden Zentrum der Mozartstadt mich gesponsert hat mit ein paar Nomen est Omen Corona. Und da werden wir jetzt, weil es ja gerade so lustig in dem Land ist, auch mal eins aufmachen. Der Roman kriegt natürlich auch eins, weil nüchtern ist geht's ja mir dieser, gut. Nüchtern ist ja dieser Wahnsinn eigentlich gar nicht zu ertragen. So, bitteschön. Ja, die Kulturstadt hat jetzt keinen Mistkübel da, dann schmeiße ich es in meine eigene Tasche. Halte nämlich nichts von der Umweltverschmutzung. So. Dann in diesem Sinne erstmal ein herzliches Corona. So. Da haben wir jetzt auch jemanden, der Werbung macht, ordnungsgemäß mit Kaffeefilter für eine Bank. Halt das gerade fest. Na, wir halten das nicht fest. Wir staunen gerade, dass du quasi in Biene-Meier-Färbung für die Western Union unterwegs bist. Ich vermute, es geht um eine Bank. Dann sind wir außen vor. Wir sind Österreicher. Wir sind das letzte Land in der Eurostat-Statistik. Inzwischen haben uns alle anderen überholt. Finanzmittel sind keine mehr vorhanden, die ich um die ganze Welt mit Western Union schicken möchte. In diesem Sinne viel Erfolg. Ich brauche kein Infomaterial. Okay, alles klar. Bitte. So, man sieht, es passiert doch was am Fasching. Das war allerdings gar nicht von mir geplant, aber ich freue mich trotzdem, dass die Dame meinen Beitrag hiermit aufgewertet hat, weil wie gesagt, der Harry ist heute nicht dabei, der ist anderweitig aktiv. Es gibt ja glücklicherweise außer mir noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man irgendwie ein bisschen Karneval feiern kann, wie es die Deutschen nennen würden. Wir werden zu diesem Zwecke später noch ein paar Faschingskrapfen kaufen. Allein schon, weil das dazugehört, wenn die Party so steppt. Und weil ich dazu sagen muss, die Ereignisse der letzten Wochen, seit dem letzten Video, führen tatsächlich dazu, dass ich doch täglich mehrfach, wie sage ich das jetzt vorm schön, erbrechen muss. Und da will natürlich der Körper auch regelmäßig aufgefüllt werden, damit das Ganze nicht einfach nur so flüssig ist. Und da ist natürlich so eine Portion Faschingskrapfen traditionell einfach einmal eine gute Sache. Also es wird heute noch deftig werden. Ja, ich hätte mal gesagt, wir machen jetzt einmal ganz entspannt das Corona leer, weil die kalte Flasche in der Hand sonst dazu führt, dass wir uns erkälten oder das kalte Bier zum Kratzen in den Hals führt und wir würden dann eventuell krank und man weiß ja, man gilt dann als Corona-Trotter oder als Mutant. Das heißt, ich steige hier mal kurz aus, wir werden uns in aller Ruhe betrinken und wir werden dann demnächst beim nächsten Stop wieder einsteigen in der tobenden Mozartstadt im Fasching 2021, wo die Narren unterwegs sind, also nicht in der Stadt, sondern politisch. Aber wie gesagt, da wird dafür viel Blödsinn gemacht und ja, wir werden da dranbleiben. Cheers! Okay.
So, der Roman und ich haben uns jetzt gütlich getan an unserem ersten gesponserten Fläschchen Corona. Nomen est omen. Der Wahnsinn geht ja inzwischen in Woche 50, glaube ich. Ich zähle eigentlich nicht mehr mit. Es wird dann zum Einjährigen wieder ein neues Video geben. Das ist dann so genau in 4 Wochen. Genau in 4 Wochen ist der Blödsinn ein Jahr alt. Da werden wir dann eine Baby-Elefantentorte oder so backen. Will ich nicht vorgreifen, kommen wir noch dazu. Jetzt sind wir beim Süßkram kaufen. Ich habe ja gesagt, es ist Fasching. Man sieht's, die Narren sind zahlreich unterwegs. Die Stadt ist ein einziger Hotspot. Es wird gefeiert und gejubelt. Nehmen wir Faschingsdienstag, müssen wir nur erwähnen. Habe ich ja am Anfang schon gesagt, das ist der 16. Februar 2021. Ah, ja, okay. Und es ist Faschingsdienstag. Man erkennt sie auch, wie gesagt, also Verkleidete ohne Ende. Ich werde jetzt tatsächlich etwas machen, was ich relativ ungern tue. Zum einen, weil es gesundheitsmäßig bedenklich ist, weil ich tatsächlich maskenbefreit bin. Aber ich bin tatsächlich ein netter Mensch für all die, die immer noch paranoid sind und immer noch glauben, wir würden alle wegsterben, obwohl es die Schweden egoistisch, wie sie sind, trotz Lockdown immer noch nichts tun und halb Europa offen hat und dementsprechend auch wirtschaftlich besser dasteht als die Alpenrepublik, werde ich jetzt, weil ja Fasching ist, mich maskieren. Zu diesem Zwecke habe ich extra ordnungsgemäß mitgenommen eine neuwertige FFP2-Maske. Also wir reden da vom aktuellen Stand der Dinge, die zu tragen ist. Das Schöne ist, ich danke der jungen Verkäuferin vom Spar, die mir die ausgehändigt hat. Normalerweise trage ich immer noch die aus der Salzburger Landeskliniken, wo ich im Dezember noch auf der Lungenstation Patient war und verwende die Maske, nachdem ich sie relativ selten trage, weil ich nicht mit Test zum Rektalbleaching oder zum Nagelstudio oder zum Friseur gehe, da kommen wir später noch drauf. Und nein, ich lasse sie nicht zu Hause trocknen, weil es inzwischen beim ORF so verkündet wird. Ich bin jemand, der lesen kann und weiß, es ist ein Einmalartikel, aber ich trage sie so selten, weil ich so wenig Kaufkraft habe, weil dieses Land wirtschaftlich bereits so am Semmel ist und ich seit fast einem Jahr, wie gesagt, nicht mehr regulär vollwertige Dienste tun kann, dass ich sage, es ist eigentlich völlig egal, also die eigenen Aerosole und Keime, die in meiner Maske herangewachsen sind, die werden von Zeit zu Zeit durch Corona und sonstiges Alkoholtrinken eventuell abgetötet. Nachdem auf dieser Maske draufsteht, dass sie non-steril ist, drunter steht, sie ist bakterienfrei, was eigentlich ein Widerspruch ist. Es steht auch drauf, dass sie nur für einen Single-Use-Only zu verwenden ist. Das heißt, das ist ein Einwegartikel, habe ich gerade erklärt. Das ist aber gar nicht so wichtig. Wirklich wichtig ist, dass in 2 Sprachen hinten eine Warnhinweiserklärung draufsteht. Und dabei steht unter Punkt, Moment, es ist das Kleingedruckte, unter Punkt D, diese Maske eliminiert nicht das Risiko einer Krankheit oder Infektion. Unter Punkt A steht, Risiko kann erwartet werden, wenn das Produkt, wir reden von dieser hochwertigen Maske, in einer chirurgischen Umgebung verwendet wird oder wenn eine signifikante Exposition gegenüber flüssigen, körperlichen oder anderen gefährlichen Fluiden, also wir reden da jetzt vom Sekret, gegeben ist. Ja, es ist sehr schön, nachdem wir jetzt quasi 10 Monate ein Kleenex vorm Gesicht trugen, ist dann unsere Bundesregierung in ihrer unglaublichen Kompetenz draufgekommen, dass Kleenex taugt nicht. Die Aluhutträger, die Nazis, die Schwurbler und die Weltverschwörer haben es ja vorher immer schon gesagt, macht aber nichts, ich gehöre keiner dieser Gruppe an, ich lese einfach das Kleingedruckte. Aber damit sich die Verkäufer beim Faschingskaufen jetzt nicht fürchten müssen, nehme ich jetzt den Gesichtskaffeefilter ordnungsgemäß aus seiner neuwertigen Verpackung, nehme auch den Müll wieder mit, weil ich ja ein Netter bin. Und werde quasi jetzt dann mit dieser Maske vermummt in eine Salzburger Bäckerei gehen, um dort für den Roman und mich, ich habe ja schon gesagt, wer sich dieser Tage auskotzen will, braucht vollen Magen, Faschingskrapfen zu holen, weil es ja gerade die närrische Zeit ist. Maske ist vorbereitet. Ich würde sagen, wir ziehen mal weiter zum Bäcker. Solange es noch Bäcker gibt, weil jetzt, wo ja die Politik bemüht ist, die Gesundheit der Bevölkerung zu steigern, bin ich mir ja nicht sicher, ob es bald noch Bäcker gibt. Man muss ja befürchten, dass all diese zuckerhaltigen Süßigkeiten, die eventuell Diabetiker,
krank machen, die bei adipositösen Menschen für weitere Probleme sorgen, ja und so weiter, einfach schlecht sind, dass eventuell Bäcker bald verboten werden, weil Österreich ist ja jetzt das Land, das die Bevölkerung gesund macht und rettet. Wir nutzen es heute noch, weil ja Fasching ist, und holen uns vorher noch ein paar Krapfen. Wir starten los. Ich muss ja gestehen, also weil du mich hier gerade filmst, ich fürchte mich ja fast ein bisschen gerade beim Spazierengehen. Nicht, weil ich befürchte, dass mich ein südafrikanischer Mutant anspringt, der übrigens, wie schon erwähnt, in Südafrika gar nicht bekannt ist, sondern weil ich in den letzten Tagen tatsächlich gewohnt worden bin, dass man mich schwer bewaffnet und martialisch seitens der Polizei beim Spazierengehen beschützt, dass ich eben nicht von so einem Mutanten angesprungen werde. Es ist jetzt fast so, allein durch Salzburg gehen, ist fast ein bisschen ängstigend. Macht aber nichts. Ich habe ja das Allheilmittel, den Gesichtskaffeefilter. Den setze ich jetzt auf und gehe hier zu mein Bäckereikaffee, Resch und Frisch. Natürlich nur vorausgesetzt, es sind nicht zu viele Personen im Laden. So. Das Gummiband zieht die Ohren Firi, also wir werden jetzt der Reichskanzler. Und ich gehe da jetzt rein. Der Polanski bleibt draußen, weil sonst ist der Laden wieder definitiv überfüllt. Bevor ich dem Erstickungstod nahe bin oder diese gute Maske eventuell aufgrund meiner Kiefermuskulatur zerrissen wird, weil ich ein bisschen einen Quadratschädel habe, schweige ich jetzt, stelle mich da an, warte, bis die Dame zurück ist und gehe ein paar Krapfen kaufen. Wir sehen uns gleich wieder. Die Stehkultur. Nein, ich mache das ja nur für dieses Video, weil ich gehe ja immer zu Fuß. Ich bin ja, wie gesagt, Spaziergangster. Ich dürfte ja mit einem vollbesetzten Öffi, mit lauter Leuten, mit denen ich nicht in einem Haushalt wohne, herfahren. Ja? Aber vor dem Laden muss man dann warten. Das ist natürlich total sinnvoll. Ja? Das ist so ähnlich wie die Gastronomie seit Monaten geschlossen zu halten. Dafür hat man überall zu Go verkauft. Wir haben das ja im letzten Video schon erklärt. Ja. Aber wie gesagt, der Österreicher macht es ja brav mit. Und nachdem wir quasi ja brave Bürger sind und keine Randale machen, stehen wir heute halt da jetzt blöd vor dem Resch und Frisch. Warten Sie alle da reinkommen? Ja. Und machen das halt so, wie sich der Staat das vorstellt. Ne? Es sieht eh schon ganz gut aus, also die Dame hat schon ein paar Sachen. Kommen Sie als nächstes dann. Ganz und genau. Nimmt sogar Skandal ihr Wechselgeld in die Hand. Ich hoffe, es ist vorher desinfiziert worden. Das sind sicher Kupfermünzen, die sind ja desinfizierend, oder? Weiß ich nicht. Aus dem Grund hat man dafür auch diese Kupfertürklinken benutzt, damit sie eben die antibakterielle Wirkung erzeugen. Ja. Aber das hat die Menschheit wiederum vergessen. Die Menschheit hat sehr viel vergessen. Gut, das scheint hier länger zu dauern. Wir sind ja als Salzburger viel gewohnt, fast so wie die Tiroler. Die Tiroler müssen noch mehr leiden. Aber nachdem es jetzt regnet, haben wir einfach einmal den Schirm mit. Der funktioniert anders als die Impfung. Wenn ich einen Schirm habe, müssen nicht 70% der anderen Bevölkerung auch einen Schirm haben, damit ich trocken bleibe. Bei der Impfung ist das ein bisschen anders. Da muss man 70% durchimpfen, damit der, der geimpft ist, gesund bleibt. Muss man nicht verstehen, aber Kinders, ihr wisst ja, es ist Fasching. Lassen Sie sich impfen? Auch nicht. Auf keinen Fall. Na, ja. Die Dame kommt, ich würde ja, nachdem sie die Hände voll hat, gerne die Tür aufmachen, aber das geht mit den 2 Meter Abstand nicht. So. Dann viel Glück auf der Jagd. Kriegen wir hin, ist ja fast schön. Wunderschönen guten Tag. Aber es sind eine Anstellkultur geworden. Ja, wie die Engländer. Ja.
Ich war letztes Wochenende in Wien. Ich glaube, bei 4-5 verschiedenen Kleidungszentren, da sind sie kilometerweit gestanden. Wirklich? Also wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Korn kaufen die Leute jetzt. Mit der, und dazu zu erwähnen, -50% Tafeln sind auf den ganzen Kaufhäusern drauf gewesen. Ja, aber jetzt ist der Winter eh bald weg und man hat ja eh genug Zeit. Was aber auch zeigt wiederum, wie es um unsere Kaufleute steht, wenn schon die Waren wieder runtersetzen müssen, nicht nur wegen der Winterkleidung, schätze ich einmal. Und die Leute stehen sich an wegen Gewand. Naja, schauen wir mal, wie es dann um die Essensmarken wird, wie weit dann die Schlange stehen wird. Ja, einmal rund um Salzburg wahrscheinlich. Was für Essensmarken? Die Zeit kommt noch. Ich habe in Bad Reichenhall schon gesehen, da haben sich die Leute für Essensmarken angestellt. Mal sehen, mal nach Frankreich rüber. Und für, was für Essensmarken zum Beispiel? Was, ja, Mehl, damit. Ganz genau. Da bekommt man dann die Marken, dass man noch an seine Produkte schön nicht zu viel, nicht zu wenig bekommt. Damit dann jeder etwas abbekommt, dass keiner. Kriegt man jetzt noch genug von Pasta und so Zeug? Also bei uns in Österreich auf allemal. Ja. Aber in Frankreich und in anderen diversen Ländern, das sieht schon sehr, sehr grausam aus. Wahnsinn. Da stehen die bei Minustemperaturen wirklich kilometerweit Schlange. Wirklich? Ja. Die stehen 3 Stunden oft an. Wegen Essensmarken. Ganz genau. Die stehen um die Nahrung an mit ihren Essensmarken. Dankeschön. Wahnsinn. Ja. Sag mir die Gefahr, ich spreize auf, dann können Sie da wohl eh durchgehen, ohne meine Aerosole einzuatmen. Der Schirm ist auch schon da, die Dame freut sich schon über Kundschaft. Das ist Karneval. Hello. Schönen guten Tag. Ja. So, ich bin jetzt quasi gemein und ich demaskiere mich. Weil ja zwar immer noch Fasching ist, aber ich gar nicht so der Clown bin. Die sitzen bekanntlich in Wien in der Regierung. Und da dürfen sie auch heute recht lustig sein. Morgen ist dann eh wieder das große Heulen. Nein, eigentlich ist das Heulen schon heute, weil wir ja bereits festgestellt haben, für die eine oder andere Branche bleibt der Lockdown. Die Kurzarbeit ist bis Juni mal verlängert worden. Das lässt also durchaus ganz gut schließen, wie es weitergeht. Aber das ist jetzt natürlich wieder so eine Schwurbler-Weltverschwörungstheorie, wenn man sagt, nur weil die Kurzarbeit verlängert ist, dass deswegen dieses Land auch weiterhin nicht aufsperrt. Das ist natürlich zugegebenerweise etwas irreführend. So, wir werden uns jetzt nichtdestotrotz hier ein bisschen im Trockenen platzieren, damit ich meine schöne Verkleidung wegpacken kann und wir auch einen Krapfen essen können. So. Offiziell soll man das nicht machen, aber offiziell haben wir ja auch eine Meinungsfreiheit, eine Versammlungsfreiheit, Grundrechte und so am Blödsinn. Und das ist ja eigentlich auch nicht wirklich so. Also bin ich da mit Maske wegschnecken gar nicht so gemein. Roman, greife rein, es ist ein Nougat-Krapfen, weil die anderen sind aus. Wahrscheinlich haben die vielen, 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 vielen Menschen, die da heute so lustig auf den Straßen Salzburgs den Karneval zelebrieren, eventuell quasi, der ist schön klebrig, da ist viel Zucker drin, das ist das gesunde Zeug, da freut sich quasi der Winterspeck, da freut sich die Bauchspeicheldrüse, da freut sich der gesamte Organismus, das ist fast so schön wie eine Portion frittierter Pommes frites und ein Big Mac Menü mit Cola beim McDrive. Das war übrigens, weil es ja um die Volksgesundheit geht, ich erinnere nochmal, das erste gastronomische Erlebnis nach dem ersten Lockdown, wo der Österreicher wieder gesund essen durfte, wo die Regierung gesagt hat, das müssen wir die Leute ermöglichen. Fitnessstudio, lassen wir zu, den österreichischen heimischen Koch und Wirten, der einen Gastgarten hat und die Tische 10 Meter auseinanderstellen hätte können, den lassen wir zu. Wir haben, weil wir eben um die Volksgesundheit bemüht sind, den McDrive damals aufgesperrt und ja, was soll ich sagen? Es ist einfach Fasching und es ist lustig. In diesem Sinne, Mahlzeit. Hello! Ich hätte einmal gesagt, lei, lei, Leiwand. Hm.
Das Leihwand war jetzt natürlich ein bisschen eine Anspielung auf Wien. Ich habe ja schon erwähnt, dank großzügiger Sponsoren habe ich es jetzt das eine oder andere Mal geschafft, Spaziergangster in Wien zu sein. Dass ich gesagt hätte, ich hätte an Demonstrationen teilgenommen, wäre eigentlich jetzt sprachlich und politisch nicht ganz korrekt, weil wie gesagt, Demonstrationen sind ja inzwischen, wenn sie regierungskritisch sind, nicht mehr erwünscht und somit verboten. Ah, da sind wir dann eigentlich wieder bei der Bücherverbrennung. Gut, Bücher liest heute, glaube ich, eh keiner mehr so unbedingt. Heute löscht man einfach einen Beitrag bei YouTube oder ähnlichem. Ist ja vor kurzem auch dem Herrn Kickl passiert, habe im letzten Video eh auch schon besprochen. Man hat ja auch seine Parteiveranstaltung, um etwaigen Rednern eine Plattform zu geben, eben zwecks der abgesagten Demonstrationen, ebenfalls untersagt, also selbst eine demokratisch gewählte Regierungs-, also zugegebenerweise in der Opposition befindlich, aber trotzdem, eine österreichische Partei wird inzwischen einfach auch mundtot gemacht. Ist schon ganz spannend. Ja, aber wie gesagt, das ist egal. Wir haben gesunde Nahrung, ja, es läuft. Und wie gesagt, das mit dem Spaziergangstern, ja, das darf man nicht so eng sehen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass unser weitsichtiger Landeshauptmann und unser fahrschulbetreibender Herr Bürgermeister schon recht haben, wenn sie quasi einst die Gastro runtergefahren und dergleichen haben, um den Wintertourismus zu retten. Man sieht ja, es hat sie wirklich rentiert. Also Fasching wird in Salzburg 2021 frenetisch gefeiert. Auch das mit dem Skifahren für die Fremden hat ja dank der höchst wirksamen Sachen am Skilift ganz hervorragend funktioniert. Da war ja die Abstandsregel auch unbedingt wichtig und da ging es ja auch um die FFP2-Maske, über die haben wir ja vorhin schon gesprochen, also die ist ganz toll. Für alle, die mehr über die FFP2-Maske wissen möchten und aus Deutschland, also aus dem Land der Horrorraute sind, hallo nochmal, da kann man sich in Deutschland quasi schlau machen auf der Seite der deutschen Gesundheits- und Unfallversicherung, das ist sozusagen das deutsche Pendant zur AUVA. In Österreich kann man das tun auf diversen Seiten, unter anderem, wenn man sich mit dem Arbeitszeiten-Arbeitsschutzgesetz auseinandersetzt oder quasi bei der Arbeiterkammer mal durchliest. Tatsächlich ist es nämlich so, dass eine solche FFP2-Maske, wie ich sie vorhin aufhatte und beschrieben habe, als nicht wirksamen Schutz gegen Erkrankungen und dergleichen, tatsächlich nicht nur ein Einwegprodukt darstellt, sondern auch nach 75 Minuten Tragezeit abzunehmen ist und dann für mindestens eine halbe Stunde Pause gemacht werden sollte. Das ist natürlich dem Deutschen und dem Österreicher, der ja quasi immer noch brav, gehorsam die Maßnahmen gutheißt oder nur im Internet ein bisschen meckert, aber letztendlich trotzdem alles brav kuschend über sich ergehen lässt, nicht relevant. Der rennt gerne mit der Gesichtskrätze rum. Der hat es auch ganz gerne, seine vielleicht noch gesunde Lunge zu schädigen. Er mag diese Petrischale im Gesicht. Also da, wo früher freie Atmung angesagt war, da ist freie Atmung nicht mehr angesagt. Wie gesagt, wenn man nicht mehr seine freie Meinung äußern darf, nicht mehr offiziell demonstrieren darf, wenn es regierungskritisch ist, dann ist freie Atmung eigentlich auch zu unterbinden. Also ich finde, das ist durchaus eine Linie, die so gesehen Sinn macht. Nichtsdestotrotz, also für alle, die sich informieren wollen, dass ich vielleicht zwecks dem Faktenchecker oder so gar keinen Blödsinn rede, es ist tatsächlich so, eine FFP2-Maske darf oder sollte 75 Minuten maximal getragen werden. Maximal quasi heißt unter den idealen Voraussetzungen. Dann sollte sie abgenommen werden, mindestens 30 Minuten Pause. Das heißt nicht, dass man in der Zeit nicht arbeiten darf. Für alle Glücklichen, die noch einen Job haben. Sondern es heißt, dass man dabei Tätigkeiten machen muss, wo eben diese Maske nicht getragen wird. Und danach müsste man theoretisch, nachdem es ein Einwegprodukt ist, eigentlich eine neue aufsetzen. Aber wie gesagt, der Ö3 sagt durch, man kann die 6-7 Tage an der Wäscheleine trocknen lassen und inzwischen andere durchtragen und die dann wieder trocknen lassen. Oder es wird auch nett verkündet, man kann sie mal in den Ofen legen. Ja,
Keime mögen's feucht, Keime mögen's warm. Also hätte ich gesagt, die feuchte Maske mal in den Ofen und wenn man es lange genug drinnen lässt, ist es vielleicht dann dem Keim auch wirklich zu warm. Für den, der einen Stress hat, wurscht, Petrischale im Gesicht, läuft. Wenn wir gerade bei im Gesicht sind, ich mache noch was für die gesunde Ernährung, damit ich auch alsbald meiner Gesundheit frönen kann. Ich weiß ja, die Politik achtet auf mich. Mahlzeit. In der Klinik hatten wir noch Sondermüll-Abfallbehälter für diese ganzen OP-Masken und so Sachen, weil sie ja keimbehaftet wurden. Die streckt heute auch keine mehr ab, ha? Ich wäre tatsächlich ja manchmal, wenn ich nicht so zivilisiert wäre und nicht so streitsüchtig wäre, wäre ich ja wirklich gerne geneigt bei jeder Maske, egal ob es jetzt ein sogenannter Mund-Nasen-Schutz ist oder aber eben eine FFP2-Maske, die bei uns so einfach auf der Straße entsorgt wird, wäre ich ja schon geneigt, das eine oder andere Mal so ein Dekontaminationsteam ausrücken zu lassen. Aber mir ist ehrlich gesagt die Mühe, da jedes Mal anzurufen, zu hoch. Nichtsdestotrotz ein bisschen Zucker für den Körper. Lieber Roman, hältst du da gerade fest, dass die Exekutive an diesem Faschingsdienstag dafür sorgt, dass die tobenden Mengen ruhig sind und es zu keinen Zwischenfällen kommt? Oder dass sie nach wie vor für den Schutz von Spaziergängstern wie dir und mir sorgt? Garantiert Leibwächter. Ich finde das sehr schön. In Anbetracht der Tatsache, dass es ja wirtschaftlich harte Zeiten sind. Freut es mich, dass man so viel Steuergeld ausgibt, um meine Spaziergänge sicher über die Bühne gehen zu lassen. Es ist viel wert. Da finde ich schon ganz gut, dass dafür die langgedienten österreichischen Arbeiter ihre Hacklerregelung einbüßen mussten. Ich finde, spazieren gehen ohne mindestens einem Verhältnis von 3:1, was Beamte auf Fußgänger angeht, wäre einfach unsicher in dieser pulsierenden Stadt. Und es ist schon schön, zumal ich ja, wie gesagt, auch wahrscheinlich aufgrund meiner Gewichtsklasse und aufgrund meiner Ausbildung nicht in der Lage wäre, mich beim Spazierengehen zu verteidigen, wenn so ein südafrikanischer Mutant von links angesprungen käme, schon gar nicht, wenn ich dann vielleicht so gesunde Nahrungsmittel noch in der Hand habe und die andere wegen den tiefen Temperaturen in der Jackentasche. Da ist schon schön, wenn der Beamte auf einen schaut. Ja, damit sind wir wieder. Mahlzeit. Der Verschwörungssender CryptoTV dankt für Trank und Mahl. Das Schöne ist, nachdem der Februar ja tatsächlich weniger Tage hat als die anderen Monate und ich großzügigerweise denselben, wie soll man sagen, staatlichen Förderungsbeitrag, weil Lohn in der Form ist es ja nicht mehr, bekomme, kann ich mir glücklicherweise bei Resch und Frisch für dich und mich dieses hochwertige, wohlschmeckende und überaus gesunde Mahl glücklicherweise noch leisten. Nächsten Monat haben wir dann wieder mehr Tage, da wäre es eh nicht drin, aber nächsten Monat haben wir ja kein Fasching. Weil wir übrigens gerade bei Resch und Frisch waren, ich habe da natürlich, nachdem ich das in den letzten Videos immer ein bisschen vermieden habe, da war auch der Harry und somit, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Für alle, die meinen, ich wäre boshaft. Das ist das Winterangebot vom Resch und Frisch. Da wurde unlängst, nämlich vom 25. Jänner bis zum 6. Februar, das Schlemmerfrühstück angeboten. Ich wäre quasi zu einer der hinten befindlichen Filialen in Salzburg gegangen und hätte, weil ich dann vielleicht doch manchmal provokant bin, wenn ich schon nicht bei jeder FFP2-Maske, die am Boden rumliegt und die Umwelt kontaminiert, hätte ich ganz gerne quasi dieses Schlemmerfrühstück gehabt. Das beinhält zweimal Gebäck, Schinken, Käse, Butter, Marmelade, ein Glas Orangensaft und ein heißes Getränk nach Wahl. Die Tatsache ist, der geneigte Follower meiner Videos und aufmerksamer Staatsbürger wird eventuell schon mitbekommen haben, dass ja im Lockdown die Konsumation in jeglicher Art von Gastronomie nicht erlaubt ist.
Das heißt, man hätte das alles to go nehmen müssen, was natürlich theoretisch Vertragsbruch laut dieser Postwurfsendung darstellt. Ich habe davon abgesehen zu klagen. Ich wollte einfach nur wissen, wie es ausschaut. Das ist lange Zeit vor der erneuten Lockdown-Verlängerung. Also für die Deutschen, die das nicht wissen, in Österreich ist das so. Unsere Regierung tritt zusammen, macht eine Pressekonferenz, in der sie ankündigt, dass es dann am nächsten Tag eine Pressekonferenz gibt, in der dann darüber geredet wird, wie es weitergeht. Und dann wird ein Datum festgelegt und 14 Tage später wird dieses Szenario wiederholt. Es gibt dann wieder eine Pressekonferenz, in der eine Pressekonferenz angekündigt wird, in der dann erklärt wird, es wird um 14 Tage verlängert. Und das machen wir jetzt seit geraumer Zeit. Ich behaupte immer, dass mit diesen Lockdowns ist ein bisschen wie mein Stuhlgang. Es ist mal weich, es ist mal hart, es ist mal verschärft. Allen, denen jetzt schlecht ist, denkt euch nichts. Liebe Zuschauer, mir ist seit Wochen und Monaten in diesem Land zum Kotzen. Heute glücklicherweise geht das. Heute ist wieder Material da. Aber so ein Nougat-Krapfen will natürlich quasi nachgespült werden. Und nachdem ich schon erwähnt habe, gesponsert worden zu sein, und ja Fasching ist und wir es ja lustig haben in diesem Land, gibt's natürlich für den Roman nochmal Nomen est Omen ein Corona. Und auch ich werde mir natürlich noch eins gönnen. Nochmal danke an den Sponsor oder Spender. Zum Wohl. Jedenfalls war es so, dass als dieses Werbemachwerk von Resch und Frisch in Produktion ging, keiner ahnen konnte, dass unsere Regierung, liebevoll wie sie ist, im Namen der Volksgesundheit ein weiteres Mal den Lockdown verlängert und dieses Angebot damit eigentlich unmöglich macht. Macht nichts. Wie schon erwähnt, es ist Fasching. In diesem Sinne, lei lei und cheers. Wir klinken uns wieder aus, weil ich erwähnte schon, kalte Finger, kaltes Bier im Hals, wir wollen nicht krank werden. Expert mit Tirol ist genau das Gleiche. Also eine völlig absurde Situation. Und das Ganze ist begründet mit der furchtbaren Südafrika-Mutation. Ich habe mir daher heute am Vormittag die Mühe gemacht und habe meinen Cousin in Johannesburg angerufen, der dort seit 30 Jahren eine Firma leitet und dort lebt. Mhm. Und habe ihn gefragt, du lieber Günther, so heißt er, was ist da? Wir haben da ein Südafrika-Virus. Ist dir das schon begegnet in Südafrika? Aber das muss ja furchtbar sein. Sagt er, bitte was? Südafrika-Virus, noch nie davon gehört. Und es ist jemand, der sich informiert, der Zeitungen liest. Sagt er, bei uns gibt's kein Südafrika-Virus. Wir haben die geringsten Infektionszahlen seit Wochen. Bei uns ist alles offen. Hotels, Restaurants bis 22 Uhr, Handel, alles. Sie haben eine Ausgangsbeschränkung von 23 Uhr bis 5 Uhr. Und Sie haben die Empfehlung, Masken tragen zu müssen. Das ist Südafrika, ein Zeichen des Südafrika-Virus. Das heißt, ich frage mich, was erzählt man in diesem Land uns eigentlich von einem Südafrika-Virus, den es offenbar nicht gibt? Ja? So, wir, also der Roman und ich, haben uns jetzt mit dem zweiten Corona gestärkt. Wir reden nicht vom Virus, nicht, dass irgendwer die Panik kriegt, auch wenn niemand rum uns rumsteht. Der Bürgermeister wieder das Geifern anfängt, der Landeshauptmann eventuell Tirol gleich das Salzburger Land zusperren möchte. Nein, wir reden vom mexikanischen Leichtbier. Ich habe ja schon erwähnt, ich unterstütze leidenschaftlich gern aktuell Corona. Nicht nur wegen des Wortwitzes, sondern weil das eine der wenigen Brauereien ist, die quasi keine stillschweigende Zustimmung zum Sterben der österreichischen Gastronomie macht. Insofern sage ich, da machen wir mit. Ja, das haben wir jetzt erfolgreich erledigt. Das Schöne ist, ich habe gerade vorhin dem Roman eine lustige Werbung gezeigt von der Resch und Frisch Aktion, die aufgrund der Verlängerung des Lockdowns hinfällig wurde. Ich habe natürlich, weil ich jetzt erst erwähnt habe, es ist so schön, dass ich den ganzen Tag kotzen möchte, noch einen Beitrag mit, warum es ums Kotzen geht. Wir befinden uns da quasi in den Stadtnachrichten der Stadt Salzburg. Und da hat sich ein guter Mann mit dem Namen Arno Fischbacher tatsächlich ablichten lassen und geäußert, dass er nichts gegen eine Impfpflicht einzuwenden hätte. Und nachdem ich hier in meinem letzten Video, der eine oder andere kann sich erinnern, weil er es wahrscheinlich gesehen hat, danke dafür, für das Volksbegehren für die Impffreiheit unterschrieben habe, möchte ich da ganz kurz darauf zurückkommen. Da ist die Frage gestellt seitens der Sonja Wenger von dem besagten Stadtnachrichten,
Was sagen Sie zur Debatte um eine mögliche Impfpflicht? Und die Antwort des Herrn Fischbacher lautet laut diesem Blatt wie folgt. Ich sehe das entspannt, denn bei einigen meiner Reisen nach Südamerika stand ich bereits vor der Wahl, Impfen gegen Gelbfieber oder keine Möglichkeit einzureisen. Eine klare Regelung. Ich hatte die Freiheit zu entscheiden. Will ich die Reise machen, dann lasse ich mich impfen. Oder ich bleibe ungeimpft und zu Hause. Ich habe mich impfen lassen. Keine Frage. Niemand hat die Freiheit, aus eigener Bequemlichkeit oder Egoismus andere in Gefahr zu bringen. Für mich endet die Freiheit des Einzelnen beim Wohl des Nächsten. Was hier sehr schön klingt, ist tatsächlich für mich etwas, was mich persönlich ein bisschen auf die Barrikaden bringt. Der gute Mann mag ja recht haben, dass es seine persönliche Freiheit ist, ob er nach Südamerika fliegt, wo das Gelbfieber herrscht, oder ob er wegen einer Krankheit, die im Moment die westliche Welt fest im Griff hat, seit fast einem Jahr, die 99% der Bevölkerung ohne Symptome oder mit geringfügigen Symptomen betrifft und nur 1% der Bevölkerung wirklich härter trifft. Wir reden von den sogenannten Coronaviren in den jeweiligen Mutationen, ob ich mich dagegen impfen lasse oder ob ich generell davon ausgehe, dass der hier lebende Bürger als zu 99% Unbehelligter jetzt zwangsverpflichtet wird. Für mich ist das schon ein Messen mit zweierlei Maß. Und herzugehen und zu sagen, ja, wenn das Wohl der anderen sozusagen vorzuziehen ist, dann muss man da selber nachstecken. Dann würde ich mal sagen, ich hätte gern, dass dieser Herr Fischbacher in Zukunft nicht mehr nach Südamerika fliegt. Die Ausschüttung an Kerosinresten, die Energie, die verbraucht wird, oder auch die Gefahr, dass er beim Start eventuell oder bei der Landung mit seinem Flieger abstürzt und mich eins dieser Flugzeugteile trifft, da muss ich sagen, seine Reisefreiheit sollte in diesem Falle wirklich eingeschränkt werden, zum Wohl meiner Sicherheit. Also ganz im Ernst, lieber Herr Fischbacher, ich verstehe ja, dass Sie sich gegen Gelbfieber impfen lassen, aber wenn jetzt jeder Bürger plötzlich mit dem Mountainbike Downhill fahren darf, wenn ich vielleicht in demselben Wald, am Waldesrand, am Fuße des Berges spazieren oder wandern bin und der könnte mich dann treffen, wenn er stürzt. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass ein Tourengeher eine Lawine lostritt. Also bitte nicht mehr Touren gehen. Und bitte auch in Zukunft, liebe Autofahrer, bleibt zu Hause. Es könnte einer von euch eventuell einen Unfall fabrizieren. Das will ich nicht. Also ich würde einfach sagen, wenn das Wohl der anderen so hoch ist, schützt bitte alle mein Leben, so wie es die Regierung aktuell tut, und bitte nicht wegen der Impfung die anderen angreifen, die vielleicht selbstbestimmt für ihren Körper weiterhin entscheiden wollen, wie das bis zum Jahr 2020 bzw. 2021 eigentlich ganz logische Sache war, sondern bitte, bitte stay home. Ja? Also ich würde jetzt mein Facebook-Profilbild mit einem Hashtag Stay Home wechseln, wenn das nicht schon so abgedroschen war und im ersten Lockdown totgespielt wurde. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, es ist Fasching, wir haben es lustig und das ist einfach Bullshit und es nervt mich. Weiters möchte ich sagen, ich freue mich immer, wenn es Kommentare zu den Videos gibt, die ich mache, habe ich schon gesehen, danke. Tatsache ist es allerdings, wenn mir dann einer in dem Video schreibt, bei einem Sonntagsspaziergang, wo wir unterwegs sind, mit Schoßhündchen, mit kleinen Kindern. Nein, wir instrumentalisieren die Kinder nicht. Die Familie sperrt sie einfach nur während des Spaziergangs nicht zu Hause ein, sondern nimmt sie mit zum Spazierengehen, wie das wahrscheinlich alle anderen Familien auch handhaben. Dann muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, wenn dann jemand sagt, naja, das ist aber wenig rebellisch und wir machen keine Revolution, wenn wir uns bei einem dieser vielen schön initiierten Polizeicheckpoints stundenlang, und das ist nicht mal übertrieben, beim letzten bin ich 45 Minuten gestanden, der Roman hat es festgehalten,
Wenn ich dort stehe und bereitwillig oder kooperativ meinen Ausweis herzeige, nein, dann habe ich nicht die persönliche Ambition, eine Revolution loszutreten. Und wenn jemand, der sehr meint, das ist ihm zu unspektakulär und er erwartet, dass ich da jetzt den Polizeibeamten, der auch nichts dafür kann, attackiere oder neben einer älteren Dame jetzt da sozusagen den Covidioten-Dschihad ausrufe und mich selbst in die Luft sprenge oder ähnliches, dem muss ich sagen, es ist jedem selbst freigestellt, das zu tun. Wir haben den einen oder anderen Irren in dieser Stadt und wir haben den einen oder anderen in dieser Regierung. Ich denke nur, dass die breite Masse das vielleicht nicht tun sollte. Also an die Seher meines Videos oder meiner Videos oder auch meiner Facebook-Beiträge, die meinen, es ist ihnen zu gemäßigt, ihr seid gerne eingeladen, selber brachiale Aktionen zu machen. Wie gesagt, ich werde neben kleinen Kindern, Schoßhündchen, älteren Damen und friedlichen Demonstranten und Demonstrantinnen nicht aggressiv gegen einen Beamten vorgehen, der letztendlich auch nichts dafür kann, dass er in einem Land lebt, in dem halt inzwischen ganz offiziell der Faschismus wieder eingekehrt ist. All jenen, die sagen, sie finden das, was ich mache, toll und sie würden gerne, wenn der Blödsinn vorbei ist, ein Kabarett von mir sehen, denen möchte ich auch eine Absage erteilen. Tatsächlich ist es so, dass dieses Land keine Kabarettisten mehr braucht. Für diesen Job hatten wir früher Leute, die auf Bühnen standen. Das tun sie inzwischen nicht mehr, weil sie es nicht mehr dürfen und weil sie das auch kuschend hinnehmen. Wenn ich jetzt einen weiteren Nougatkrapfen gehabt hätte, würde ich ein erstes Mal hier erbrechen, aber das ist nicht schön fürs Video und der Roman würde dann wieder drunter schreiben, soll man zu Hause nicht mitmachen oder nachmachen. Deswegen sparen wir das. Einer war eh noch nicht genug. Es ist de facto tatsächlich so, ich werde kein Kabarett machen. Wie gesagt, dafür gab es früher andere Menschen, die haben mal ihr Geld damit verdient. Aktuell würde ich sagen, wir haben ganz viele Komödianten und ganz viele Kabarettisten. Die sind allerdings in den Ämtern, wo sie vermeintlich uns demokratisch vertreten sollen. Und ich überlasse es diesen Herrschaften, jeden Tag aufs Neue für Spaß zu sorgen. Und nachdem wir heute ja Fasching haben, wollen wir uns jetzt noch ein bisschen amüsieren. Ich habe einen weiteren Pressefund. So. Der ist quasi, weil ja im Moment das Testen so schön angesagt ist, nach wie vor, ihr wisst, die Zahlen steigen. Und nein, damit meine ich nicht derer, die mich zum Kotzen bringen, sondern ich spreche tatsächlich von den Zahlen, die ja nach wie vor herangezogen werden, um all diesen Wahnsinn zu rechtfertigen, die Zahlen der positiv Getesteten. Also nicht der Erkrankten, nicht der Verstorbenen, nicht der Infizierten, also für alle, die jetzt erst eingestiegen sind oder noch nicht durchschaut haben, nach fast einem Jahr, um was es geht. Wir reden davon, früher ging es einem nicht gut, man ging zum Arzt, erklärte dem Arzt, wo es drückt, wo es weh tut oder was fehlt. Und der Arzt hat sich das angehört und aufgrund seines Studiums hat der gute Mann mit der einen oder anderen zusätzlichen Diagnose seitens einer Untersuchung festgestellt, sie haben diese oder jene Erkrankung und werden jetzt wie folgt therapiert, medikamentiert und dergleichen. Im Jahr 2020, beziehungsweise fortlaufend jetzt 2021, hat man das ein bisschen pervertiert. Inzwischen schreibt einen ein Nasenbohrer mit einem XXX-Wattestäbchen offiziell für krank und man muss dann 14 Tage zu Hause bleiben. Man wird nicht medikamentös behandelt und nach 14 Tagen ist man anscheinend auch wieder gesund. Also ja, die Krankheit muss wirklich sehr todbringend sein. Und nein, ich bin kein Corona-Leugner für alle, die das jetzt glauben wollen. Nur wie schon erwähnt, 99% der Bevölkerung, und das steht auch auf allen relevanten Seiten, selbst auf denen, die unser einer vielleicht nicht so gerne liest, bei 99% der Bevölkerung geht dieser Virus nahezu problemlos und unauffällig vorbei, sofern er einen denn betrifft. Ja, Tatsache ist, früher brauchte man einen Arzt, der hat einen krank geschrieben, der hat einen therapiert und irgendwann war man wieder gesund. Das ist wie gesagt 2020, 2021, wo die Politik ausgezogen ist, den Tod auszurotten anders. Heute macht das ein Präsenzdiener mit einem XXX
Wattestäbchen, indem er in der Nase bohrt. Derselbe Präsenzdiener hat dann eventuell noch die Option, dass er die Daten der Dame, die er da mit dem Wattestäbchen traktiert hat, erfährt und vielleicht am Abend danach dann gleich bei Facebook eine Freundschaftsanfrage stellen kann oder anzügliche Bemerkungen. Aber liebe Mädels, ist überhaupt kein Problem. Ihr macht das für schöne Nägel, für den Friseur. Da muss man sich schon mal opfern, verstehe ich. Ich verstehe nur nicht, warum ihr euch dann früher bei MeToo aufgeregt habt. Verstehe ich nicht. Also ganz im Ernst, wenn jetzt das Fußnägelchen färben, das Spitzenschneiden und das Analbleaching so wichtig sind, dass man diesen Test macht, um zum Friseur zu kommen, dann darf doch dieser arme, ausgehungerte, sexuell nicht geforderte Präsenzdiener, der nicht an die Grenze nach Tirol durfte, um das Ghetto abzuriegeln, vielleicht doch mal eine Freundschaftsanfrage schicken. Oder ganz im Ernst, der hat's ja auch nicht leicht, wenn er den ganzen Tag in der Nase bohrt. Wie dem auch sei, wir sind beim Thema Testen. Wie gesagt, ganz wichtig, die Zahlen steigen. Es gab unlängst, also im Jänner diesen Jahres, einen Datenklau auf der Testanmeldeplattform des Roten Kreuzes. 2400 Personen. Wir reden da wiederum aus dem Raum Salzburg, da auch dieser Bericht aus den Salzburger Stadtnachrichten ist, wurden quasi da ohne ihr Wissen ihrer Daten mehr oder weniger beraubt. Und das Schöne ist, die Roberta Tanner, die Leiterin der Kommunikationsabteilung des Roten Kreuzes, erklärt in diesem Bericht, dies kann nur von einer Person mit profunden IT-Kenntnissen gemacht worden sein, die explizit mit einer speziellen Software nach Sicherheitslücken gesucht hat. Es war nämlich tatsächlich eine Software, die nicht frei zugänglich ist, sondern gekauft werden muss. Potzblitz aber auch. Tanner betont weiter, dass man mit den Daten keine Tests machen lassen könne, da die Identität mittels Ausweis bei den Teststationen überprüft werde. Naja, Potzblitz, ist ja Fasching. Nichtsdestotrotz bleibe ich gerne noch kurz beim Thema Testen beim Friseur, im Nagelstudio, bei der Thai-Massage, vielleicht sogar im Bordell. Das ist ja eigentlich auch körpernah. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Aber wie gesagt, der Österreicher hat es, seitdem es eingeführt wurde, willig angenommen. Ich vermute mal, wenn wir jetzt den Lockdown mittelhart für Gastronomie, Hotellerie und dergleichen noch weiter laufen lassen und uns die Stellungnahmen von einer Michaela Reiterer zum Beispiel dazu als Vertreterin der österreichischen Hotellerie anschauen, die sagt, man ist ja zum Reintesten und allen anderen Dingen bereit, dann denke ich mir, wenn wir jetzt so irgendwann mal nach dem 1. Mai vielleicht im 14-Tage-Takt, ihr wisst, Pressekonferenz, die eine Pressekonferenz ankündigt, die dann sagt, wir sehen in 14 Tagen weiter. Wenn man dann eventuell also die erste Jahreshälfte hinter sich gebracht hat im Pandemiejahr 2021, dann sind wahrscheinlich die Gastronomen und die Hoteliers soweit auch den Analabstrich durchführen zu lassen, um ihre Kunden und Gäste legal und regierungskonform zu beherbergen. Und ich befürchte, dass ich bis dahin nicht genug Nougat, Krapfen und ähnliches essen kann, um mich auszukotzen. Allen, denen meine Sprache jetzt hier ein bisschen zu rau ist, das ist an sich nicht meine Natur, aber es tut mir sehr leid. Ich finde das, was aktuell seit fast einem Jahr passiert, tatsächlich sehr traurig. Und ich stelle mir die Frage, wie weit Herr und Frau Österreicher es wirklich noch treiben wollen oder es zulassen wollen. Die Wirtschaft ist laut Eurostat-Statistik tatsächlich am letzten Platz im europäischen Vergleich. Selbst das Italien, bei dem noch nicht mal jede Woche die Müllabfuhr abgeholt wird, jenes vermeintlich so korrupte Land mit Bumbum, Berlusconi und ähnlichen Politgrößen, ein Land, in dem 'Ndrangheta, Cosa Nostra und ähnliche Strukturen durchaus im Machtgefüge mitspielen. Jenes Land hat den ehemaligen Nettozahler Österreich bereits überholt. Ich finde das relativ traurig, ich finde das relativ bitter und wenn ich dann bei einem meiner Spaziergänge in der Wiener Hauptstadt feststelle, dass alle Gastredner auf dieser
verbotenen Demonstration aus den anderen Bundesländern und nur einer aus Wien zugegen ist, dann sage ich auch, ich finde das traurig. Und weil das alles so traurig ist, wir aber Fasching haben und es ja lustig sein muss im Fasching, werde ich jetzt mit dem Roman mal weiterziehen. Vorher werde ich allerdings ganz ordnungsgemäß Platz in meiner Tasche schaffen. Und nachdem ich ja, wie gesagt, kein Freund von Umweltverschmutzung und Co. bin, würde ich jetzt gern meinen Müll sortieren. Leider Gottes gibt es in Salzburg keinen Altglascontainer im Zentrum. Das heißt, ich werde unverschämterweise das Glas in der Tonne entsorgen. Immerhin, Corona. Und schon schmeiße ich wieder mit Müll um mich. War gar nicht geplant. Ja. Widerspenstig, ja? Ja, das sind die Corona-Extra-Deckel. Das sind sozusagen die Mutanten, die hupfen da. Die unbeugsamen Widerständler. Naja, die unbeugsamen haben wir in Österreich nicht. Die unbeugsamen sind in... Ja, die müssen wir von Corona importieren. Na, die unbeugsamen sind die Diskothekenbetreiber in Polen, die aufgesperrt haben. Die Holländer, die sich nicht einen Tag Ausgangssperre bieten haben lassen. Die italienischen Wirten, die aufgesperrt haben und offen gelassen haben. Die unbeugsamen sind die... Die Vindobona und... Na, die Portugiesen, die festgestellt haben, dass es einen Arzt bedarf, um krankgeschrieben zu werden. Das war in Österreich auch alles mal so, aber ja, das war halt, bevor die närrische Zeit bei uns begonnen hat und wir mit Babyelefanten ausgezogen sind, den Tod auszurotten. Es, wie gesagt, da wo es noch nichts wirklich Starkes ging, gab es die Unbeugsamen noch. Nein, es war, ich sag dann immer ganz gern, es war die gute alte Zeit. Ja? Die gute alte Zeit, als ich in meiner Branche noch arbeiten konnte, durfte, musste, sollte. Die gute alte Zeit, als sich der Österreicher noch gefürchtet hat, vor dem Ausländer, der nicht integriert ist, seine Muttersprache nicht spricht, keine Sozialkontakte hat und keine Ausbildung hat, dass er ihm eventuell die Frau oder den Job wegnimmt. Das Tolle ist, die Frau zugegebenerweise nicht, aber den Job nimmt ihm inzwischen seine gewählte Regierung weg. Die Zeiten haben sich wahrlich geändert. Also es ist sehr traurig im odofröhlichen Österreich. Aber weil Fasching ist und wir ja gar keinen Frust aufkommen lassen wollen, weil es ja so lustig ist, ziehen der Roman und ich jetzt einfach mal weiter. Ich werde jetzt nämlich noch ein bisschen Süßkram kaufen im Café Fürst. Für alle, die das nicht wissen, das Café Fürst ist jenes Traditionskaffeehaus, das im Moment auch mit geänderten Öffnungszeiten und natürlich nur to go offen hat. Und stolzer Erfinder und immer noch Verkäufer der originalen Salzburger Mozartkugel ist. Für die Zuschauer aus Deutschland, es tut mir sehr leid, nein, Reber hat die Mozartkugel nicht erfunden. Und für alle, die glauben, Mirabell oder sonstige Firmen sind dahinter, nein, die schreiben auch alle drauf, es ist die Original, aber sie ist es nicht. Und ich bin, wenn ich es mir denn leisten kann und ich etwas für meine Psyche tun muss, also Glückshormone ausschütten durch Süßkram, bin ich gerne mal, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, beim Café Fürst. Und nachdem Fasching ist und wir zwei Krapfen schon intus haben und ich ja wieder was brauche, auf das ich heute Abend kotzen kann, wenn ich mir die nächste Berichterstattung zur Lockdown-Verlängerung der Gastronomie und Hotellerie anschaue und anschaue, was sonst so in diesem Land gerade an Absurditäten herrscht, dann will ich da zumindest das mit hochwertigem Süßkram machen und deswegen ziehen wir jetzt mal weiter. Auf zum Zuckerschock! So. Ich hatte eigentlich vor, darauf einzugehen, dass da vorne normalerweise immer eine Fahrradrikscha steht.
in der man auf ganz wenig Fläche, natürlich, wie soll man eine Fahrradrikscha auch von der Größe einer Titanic bauen, Leute transportiert werden, die mitunter nicht in einem Haushalt leben. Ich kann es ja irgendwie einblenden, ich habe es irgendwo auf Video. Zugegebenerweise mit Maske, aber wie gesagt, man muss vor der Bäckerei Schlange stehen, kann aber dann in einer Fahrradrikscha mit vermeintlich nicht Menschen aus demselben Haushalt auf engstem Raum spazieren fahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob unser Herr Bürgermeister und unser weitsichtiger Landeshauptmann da schon drüber nachgedacht haben, dass das vielleicht noch gefährlicher ist als dieses Spazierenstehen. Für alle, die jetzt nicht wissen, was Spazierenstehen ist, das ist quasi Spazierengehen mit politischer Ansage. Also ÖVP-kritisches Spazierengehen führt dazu, dass man, wie gesagt, von einer Hundertschaft Beamter gestoppt wird und mehr steht als geht. Deswegen spazieren stehen. Aber wenn wir gerade beim Thema Stehen sind, es ist ja lustig, ist ja Fasching, wir stellen uns jetzt vor dem nächsten Laden an. Wie gesagt, mit 68 haushaltsfremden Personen im Obus sitzen, kein Problem. Mit zwei weiteren ins Café Fürst, ein Unding, wir würden alle sterben. Ich meine, für alle Leser und Zuschauer meiner Seite bzw. dieses Videos, wir werden alle sterben. Nicht erschrecken, das passiert tatsächlich. Aber an allen anderen Tagen leben wir. Aktuell leben wir nicht. Wir leben aktuell nur fremdbestimmt. Also das ist so ein bisschen wie wenn man im Knast sitzt. Da ist es auch so, dass man einem erklärt, ob man systemrelevant ist, weil man in der Wäscherei arbeitet, wann man Besuch bekommt, wer einen besuchen darf, wann man auf den Hof darf und so weiter. Das, was der Österreicher im Moment gerade macht, ist das Leben eines Inhaftierten führen. Nur, dass er für seine Zelle und für seine Mahlzeiten noch selber zahlt. Aber, wie gesagt, es könnte schlimmer sein, wir könnten in Tirol sein. Ja, ich vermumme mich hiermit. Ich folge. Wir sehen uns wieder. Ja, wenn ich nicht vorher am Zuckerschock sterbe. Was ein sehr schöner Tod wäre wegen der Glückshormone. Kaffeefilter sitzt, bin drin. Eine Woche schön. Ja, so, da sind wir wieder mit einer Tüte süßer Sachen und nachdem ich Kaffee führt da aus dem Gesicht, dann hört und sieht man mich auch wieder, scheußlich. Nachdem ich es vorhin gesagt habe, das ist die Original Salzburger Mozartkugel und mit der sponsere ich heute den Roman, damit der auch noch einen Zuckerschock hat, weil ich habe mir ja mein persönliches Fresspaket jetzt hier beieinander. Oh, ich schmeiß jetzt da Richard, du erleichterst mir das Leben, weil du ersparst mir mit diesen Bezahlungen der Naturalien den Umweg mit dem Geld auszugeben. Naja, Geld ausgeben, wie gesagt, ich habe den Vorteil, dass dieser Monat glücklicherweise, wie gesagt, kürzer ist als alle anderen. Und dementsprechend kann ich das Geld, das ich am 29., am 30. und am 31. vielleicht fürs Leben gebraucht hätte, heute aus dem Kopf hauen und kann mir heute ein paar Glückshormone mit Süßigkeiten gönnen und kann dann morgen, wenn mir dann, wie gesagt, heute Abend beim Checken der aktuellen Nachrichtenlage in diesem ach so traurigen Land danach ist, hochwertiges, tolles Süßkramzeug kotzen und nicht einfach nur irgendein trocken Knäckebrot, weil ich seit einem Monat oder so eigentlich sparen muss. Schau mal, da haben wir so ein Beispiel, so ein Traditionskaffeehaus Tomaselli,
Was hältst du so von Starbucks? Ich bin kein Kaffeetrinker und ich bin weder Kunde beim Tomaselli noch beim Starbucks. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, logischerweise ist natürlich das Traditionskaffeehaus für mich oldschooler, sympathischer als das Starbucks. Nachdem ich aber wie gesagt kein Kaffeetrinker bin, käme ich auch noch nicht mal in die Idee oder den Genuss. Wie gäbe es dir guten Kuchen für Glückshormone? Wobei ich auch sagen muss, ich habe den auch sogar schon mal in Wien beim Starbucks bekommen. Eine meiner Verflossenen hat mich nämlich dazu genötigt. Die meinte nämlich auch, dass man, wenn man hip sein will, einen Chai Latte Sojamilch Spezial Cappuccino Gedöns und Sachen trinken muss. Habe ich nie verstanden, ich bin kein Kaffeetrinker. Aber die meinte, das gehört zum hip sein dazu. Und ich habe damals so ein lecker Apfel-Zimt-Törtchen gegessen, war auch toll. Nichtsdestotrotz ziehe ich eindeutig das klassische österreichische Kaffeehaus vor. Ich trinke mal einen leckeren Kakao. Oh. Ja, also um ganz ehrlich zu sein, aufgrund der aktuellen Situation gehen mir eigentlich eher Bars ab, wo man sich hemmungslos betrinken kann, um ins Vergessen zu fallen, dass man, wie gesagt, in einem Land lebt, in dem inzwischen ein ganzes Bundesland zum militärisch abgeriegelten Krisengebiet wurde und ein Mutantenghetto ist, in dem die andere Hälfte vom Bundesheer, die gerade nicht in der Nase bohrt, die Grenzen sichern muss, um zu vergessen, dass Fußgängster unter Polizeischutz spazieren gehen, weil sie nicht demonstrieren dürfen, weil die Grundrechte mehr oder weniger abgeschafft worden sind, und dass die restlichen Bürger dieses Landes, wie gesagt, nichts anderes zu tun haben, als sich testen zu lassen, um ins Nagelstudio gehen zu können. Gut, ich bin da natürlich jetzt ein bisschen bevorzugt. Ich färbe mir meine Nägel nicht. Ich habe noch lange Zeit vor Hair-Tutorials und Barbershops gelernt, mich als Mann selber zu rasieren oder meine Koteletten zu trimmen. Ich schneide auch schon lange vor dieser Pandemie mein Haar selber. Manch einer wird jetzt spotten, ja, man sieht's. Aber das ist eigentlich dann auch schon der Punkt, womit ich das Video für heute vorerst beenden möchte. Wie gesagt, wir wären zum Einjährigen dieses Zustands und ich weiß ja heute schon, dass es kommen wird. Die Regierung hat ja bereits festgestellt, vor Ostern keine Normalität. Ich gehe davon aus, dass man Ostern dann wahrscheinlich einmal weitersehen wird und auch nach Ostern keine Normalität stattfinden wird. Wie gesagt, das ist ein guter Aufhänger, wieder ein Video zu machen. Tatsächlich ist es so, dass wir heute... Na schau, die Gastronomie ist versammelt! Ja, herzlich willkommen in Österreich. Guten Tag, Herr Berghaus. So sieht das übrigens aus, wenn die Gastronomie versammelt ist. Es ist wieder mal to go. Der Wirt hat zu. Der Herr Kunze sucht immer noch den Lichtschalter für die Protestaktion. Mal macht er an, mal macht er aus. Ja, hier haben wir die Salzburger Gastronomen beim unbetreuten Trinken draußen to go. Sie waren keine 50 Meter vom Lokal entfernt. Ich hoffe, der Herr Bürgermeister schaut dieses Video nicht. Sonst an dieser Stelle, hallo Herr Bürgermeister. Ich grüße recht herzlich. Ich bin einer von den Spaziergängstern, falls Sie es aus dem letzten Video noch nicht wissen. Wie gesagt, es wird demnächst ein weiteres Video geben. Heute möchte ich mich eigentlich verabschieden und ich möchte deine Auflage, die du vor dir ergeben hast, nutzen. Ich habe nämlich tatsächlich eine neue Geschäftsidee geboren, nachdem das ja mit dem Testen zwar recht gut angenommen wird, aber es vielleicht doch den einen oder anderen rebellischen Mitmenschen gibt, der sagt, ja, die Matte wachsen lassen, bis der Wahnsinn vorbei ist, ist vielleicht gefährlich. Man könnte sich irgendwann dann aufs eigene Haupthaar steigen und zu Sturz kommen. Es ist tatsächlich möglich. Der sagt, ja, selber schneiden kann oder will ich nicht,
Also ich würde mich für all meine Seher jetzt hier anbieten, ihnen die Haare zu schneiden. Und zwar tatsächlich gegen kleine Spendenbeträge, die sie meinen, dass das wert ist. Ich bin kein gelernter Friseur, ich bin kein gelernter Barbier und ich gedenke es wie unsere Regierung zu handhaben. Ich gebe einfach keine Garantie. Man macht das aktuell bei den Impfstoffen, die ohnehin jetzt noch nicht in ausreichender Zahl aufgelegt sind. Und ich weiß auch gar nicht, ob man inzwischen schon alle Injektionsnadeln im Bundesland Salzburg hat. Ich verfolge das aber auch nicht so. Wie gesagt, ich habe heute schon darauf hingewiesen, ich bin da eher so bei der Impffreiheit. Aber nichtsdestotrotz, also alle, die sagen, die Haare bis zum Arsch wachsen lassen, nur weil dieser Blödsinn uns wahrscheinlich noch 5 Jahre auf Dauer hält und er will da diesen Revival-Hippie-Look der Spät-68er vielleicht nicht haben, weil es beim Homeoffice stört, wenn man immer auf der eigenen Matte sitzt. Der ist herzlich eingeladen, zu mir zu kommen, sich auf meiner Facebook-Seite, die ich an dieser Stelle gerne nennen möchte, das ist Elvis the Bouncer, minus FSK 14 Version, FSK 14, auch wenn heute ein paar derbe Worte gefallen sind, ich habe es im Intro gesagt, mir ist zum Kotzen, es tut mir leid, aber nach fast einem Jahr musste das jetzt einfach mal raus. Wie gesagt, ich biete jedem herzlich an, die Protest Corona-Frisur, kurz, lang, auch färben, alles ist möglich. Wie gesagt, ich nehme dafür offiziell kein Geld, ich werde kein Gewerbe anmelden, werde keine Friseurlehre machen, sondern ich sage mal mit einem Augenzwinkern, wer selber die Haare nicht schneiden kann, nicht warten will, dass er sich testen lassen muss, keine sexuelle Belästigung von einem Nasenbohrer des Bundesheers haben will oder befürchtet, dass eventuell seine Daten von irgendwelchen IT-kundigen Profis doch eventuell vorab gehackt werden, der kann sich gerne mit einer Nachricht bei mir melden. Und wer weiß, vielleicht verschönere ich bald das langweilige Stadtbild mit Corona-Protestfrisuren. Also im Angebot wären da zum Beispiel der klassische Irokese des Robert De Niro in Taxi Driver. Wir machen aber auch die Tiroler Zenzi-Frisur. Also für alle, die es nicht mehr wissen, Tirol immer noch diese militärisch abgeriegelte Enklave, die irgendwann mal zu Österreich gehörte. Heile an dieser Stelle. Also wie gesagt, die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Ich freue mich, wenn sich wer meldet, weil in meiner Branche werde ich wahrscheinlich vor... Ja, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe ja nicht die Kristallkugel. Ich habe gesagt, jetzt sind es einmal noch 3 Lockdowns bis Weihnachten und dann schauen wir mal weiter. Aber ich werde wohl eine Zeit lang noch nicht in meinem Job arbeiten. Und ja, wie gesagt, Haare schneiden wäre eine Option. Wer will, soll sich melden. Wie gesagt, Elvis the Bouncer, minus FSK 14 Version. Gerne auch ein Like da lassen, wenn man keine Haare schneiden will. Ich bin damit heute am Ende. Ich gehe jetzt so viel Süßkram in mich reinfuttern, dass ich, wie gesagt, wieder was im Magen habe und die Glückshormone dafür sorgen, dass ich mich wie das kleine Eichhörnchen aus Over the Hedge fühle. Ich danke dem Roman für dieses Video und wir werden uns demnächst sehen, wenn es wieder heißt Corona in Österreich. Es hat zum Regnen aufgehört. Schau, schau. Elvis was in the house.